Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute gibt es Garum. Und zwar Garum in einer Turbo-Variante. Nicht diese ewig lange, womit man die Nachbarn ärgern kann, sondern das hier ist wirklich in ein paar Stunden fertig. Und wie einfach das geht und wie schnell das auch gemacht ist. Und ja, das seht ihr in diesem Video. So, ich hatte ja mal gesagt, dass Garum eine sehr, sehr schwierige Zubereitung ist, ne? Ein bisschen eklig, aber es geht auch einfach. Es gibt ein Turbo. Ich habe jetzt dafür zwei Forellen. Die schneide ich so, wie sie sind, komplett klein. Insgesamt müsst ihr 500 Gramm Fisch zusammenkriegen. Ja, dann passt das nämlich auch schon. Ihr müsst jetzt auch nicht darauf achten, dass die irgendwie besonders sauber zerlegt sind. In sich vom Fisch haben wir später nichts mehr. Das geht alles ins Garum über. Ja, nur ein bisschen zerkleinern. Den Fisch erstmal beiseite. Ich weiß, es wird langsam ein bisschen dunkel, aber es dauert alles ein bisschen länger als geplant. Mal wieder. Ist meistens so. Zudem kommt noch Oregano dazu. Hier benutze ich jetzt allerdings Dost, weil der jetzt hier auf der Funkenburg wirklich wunderbar wächst. Das ist wilder Oregano. Und ich sag mal, warum, wenn man ihn hat, warum soll man ihn nicht nutzen? Ne? Davon wird gleich eine ganz gute Menge eigentlich auch mit reingeschnitten. Das soll ja schön würzig werden am Ende, ne? So, das kommt ebenfalls mit hier rein. Und des Weiteren kommt ungefähr 450 Gramm Salz hinzu. Also eine ganze Menge. Das kommt jetzt mit 2 Litern Wasser auf den Topf und ungefähr eine gute Stunde köcheln lassen. So sieht das Ergebnis jetzt am nächsten Morgen aus. Sozusagen, es hat jetzt über eine Stunde geköchelt und dann habe ich es einfach nur mal hängen lassen. Ja, und die Wespe freut sich auch schon. So, eine ganze Schüssel voll Garum habe ich am Ende rausbekommen. Wegen des hohen Salzgehaltes bitte nicht trinken. Ich werde es allerdings mal so, wie ich halt bin, mal ein Schlückchen mit der Zunge probieren. Weil ich möchte gerne mal wissen, wie der pure Geschmack so ist. Also logischerweise sehr, sehr salzig. Aber es heißt immer, man packt sozusagen das mehr als Geschmack mit hinein und das stimmt sogar richtig. Also es schmeckt nach mehr. Also durch den Fisch, durch den Salzgehalt
Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, da muss man ehrlich sagen. Also, Ja, bereit zur Abfüllung, würde ich sagen. durch den hohen Salzgehalt ist es auch lange haltbar. Das heißt, man kann es sich gut auf Vorrat machen. Ich würde sagen, das ist eine gute Menge. Damit kann man verdammt lange kochen. Wir sehen auch richtig schön, hier oben setzt sich noch ein bisschen so das Fett vom Fisch ab. Und unten drunter ist dann so diese Masse, sag ich mal. Noch mit Schwebteilchen, klar, vom Fisch. Man kann es nochmal richtig abseilen mit dem Tuch. Ich hätte jetzt leider nur ein Sieb zur Verfügung. Aber das soll eigentlich auch so okay sein, denke ich mal. Gut, das Salz hat sich nicht komplett verbunden, wie man hier unten sieht. Ich glaube, es war auch der letzte Rest. Naja, ein bisschen setzt sich immer noch ab, aber soll eigentlich egal sein, denke ich mal. Hauptsache, ich habe mein eigenes Garum. Ne? Also sozusagen kann ich jetzt mit meinem eigenen Garum würzen und muss nicht immer auf Fischsoßen aus dem Supermarkt zurückgreifen, was durchaus auch geht, aber ich finde, das ist originaler. Und es ist auch gar nicht so schwer gemacht. Also von daher, die schnelle Turbo-Variante geht relativ einfach. Und man hat lange was davon. Also hier kann man ewig von kochen, denke ich mal. Also man nimmt ja immer nur so 1, 2, 3 Esslöffel von und das reicht eine Weile. Ne? Ja, von daher, wenn euch dieses Video gefallen hat, ne, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und ansonsten sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Schlemmergemahne. Ciao. Und so sieht das Ganze nun aus, wenn es abgeseilt ist. Also sprich, schön klar. Und nun ist es bereit zur Weiterverarbeitung. Und es wird garantiert in einigen von den nächsten Rezepten mit dabei sein. Also bis dann, euer Schlemmergrammane. Ciao.